Was haben Gärtnerinnen und Gärtner mit ihrem Garten jetzt im Herbst gemeinsam? Es kehrt Ruhe ein. Und diese Ruhe, die haben wir uns auch verdient. Aber genau jetzt beginnt die Pflanzzeit, die Vorbereitung für das kommende Gartenjahr. Und darum geht's heute. Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir laden Sie ein in einen verwunschenen Romantikgarten. Karl erzählt uns Wissenswertes für den Pflanzenkauf. Die Gärtnerinnen der Garten Tulln zeigen uns, wie man Pflanzen am besten vorbeugend vor Schädlingen schützt. Und Uschi macht aus der Zucchini Gemüseleder. Gartenfragen tauchen ja das ganze Jahr über auf. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Das merken wir am Gartentelefon, genauso wie ich in meinem privaten Postfach. Nämlich nicht nur im Digitalen, sondern auch im Echten. Und da war dieses Frühjahr eine ganz außergewöhnliche Post dabei. Die Leiterin des Kindergartens in Vöcklermarkt in Oberösterreich hat mir geschrieben, dass sie bei einer Umfrage eine ganz außergewöhnliche Antwort bekommen hat. Der kleine Theo hat nämlich gesagt als Berufswunsch, er will Karl Bloberger werden. So, das hat mich auch interessiert. Ich bin ein paar Wochen später in den Kindergarten gekommen und das war ein Fest. Nicht nur für den Theo, sondern auch für mich. Denn ich war wirklich überrascht, was der kleine Bub alles kannte. Nicht nur unsere Sendungen in allen Details, sondern auch alle meine Lieblingspflanzen. Wir sind in den Garten hinaus und er hat mir alle Pflanzen gezeigt, die er kennt. Und das wusste man in der Familie offenbar auch schon. Denn wenn der Theo mit der Familie in den Wald hinausgegangen ist oder in den Garten gegangen ist, er kennt jede Pflanze. Und das ist genau das, was er in Zukunft einmal machen will. Also freuen wir uns darauf, wenn der kleine Theo einmal hier steht und die Sendung moderiert. Noch aber darf ich Ihnen ansagen, was als nächstes hier kommt. Nämlich ein wunderbarer Schaugarten in der Steiermark. Wir besuchen in Stubenberg einen schönen Naturgarten. Dieses wildromantische Gartenparadies hat die Pflanzensammlerin Franziska Käfer im Laufe der letzten 50 Jahre erschaffen. Der ist eigentlich peu à peu entstanden. An 68er Jahren bin ich im Haus eingezogen. Und dann habe ich zuerst einmal einen Gemüsegarten gemacht. Und dann habe ich von meiner Taufpatin Sträucher gekriegt. Also Flieder und so Sachen. Und dann ist immer mehr dazugekommen und ist halt so entstanden, dass wie er heute ist. Die Zeit war bei der Entstehung dieses Traumgartens ein wichtiger Faktor. Da haben wir immer eckelweiß dazu gemacht und das ist immer so entstanden dann. Und die haben halt gern rumgedungen, weil das für mich harmonischer wirkt. Und so ist halt von Zeit zu Zeit der Garten entstanden. Heute steht hier ein Gartenparadies auf 2000 Quadratmetern mit einer unglaublichen Pflanzenvielfalt. Ja, ich habe eigentlich von allem irgendwas. Ich habe Stauden und Sträucher, Koniferen, Rhododendron, alles Mögliche. Welche sind denn Ihre Lieblinge im Garten? Phlox habe ich sehr gern. Ja, Rittersporn, eigentlich alle Stauden. Ja, die Vielfalt kommt, weil ich eine Sammlerin bin und wenn ich irgendwo was sehe, muss ich es halt haben. Und überhaupt ein paar weiße Pflanzen, da kann ich nicht vorbeigehen. Diese Vielfalt braucht System. Deshalb hat Franziska Käfer schöne Gartenräume angelegt. Ja, eigentlich habe ich Gemüsegarten zuerst einmal. Dann da unten ist der Staudengarten und der Waldgarten da oben. Und da oben habe ich ein Fleckerl, was noch weiße sind, weiße Pflanzen sind. Aber erst die fein ausgesuchte Dekoration macht diesen Garten zu etwas Besonderem. Von Ungarn sind zum Teil Figuren und auch von Italien. Und diese Kleinigkeiten, die ich halt immer wieder gesehen habe, haben wir halt dazu gekauft. Und geschenkt habe ich von meiner Tochter auch viele Sachen gekriegt. Also gefallen tut es mir, weil das ja doch einen Garten auflockert ein bisschen. Auch an botanischen Raritäten mangelt es nicht. Besondere Pflanzen habe ich in Taschentuchbaum.
die Sommermagnolie, das sieht man auch selten, der Mönchspfeffer, der Gemüsebaum, Schneeglockenstrauch. Und da gibt es noch viele, viele andere Sachen noch. Und was liebt die Steirerin an ihrem Garten selbst am allermeisten? Das Besondere ist, weil ich viele Bienen habe und Schmetterlinge und viele Vögel. Dieses wilde, artenreiche Leben im Garten bringt Franziska Käfer viel Freude. Der Garten ist mein Lebensinhalt. Der macht mir sehr viel Freude, da vergiss ich alles. Wenn sich in den nächsten Wochen die Blätter der Laubgehölze färben und all die Energie in der Rinde und in den Wurzeln gespeichert wird, dann beginnt die beste Pflanzzeit. Warum ist das so? Die Bäume haben dann all die Kraft fürs kommende Jahr. Sie bilden sogar heuer noch Wurzeln. Und der große Vorteil ist, die Winterfeuchte schafft für uns eine große Bequemlichkeit. Wir müssen viel weniger gießen. Was gibt es für Möglichkeiten, jetzt die Gehölze zu pflanzen? Da gibt es einmal den Topf oder, wie die Gärtner sagen, der Container. Rosen zum Beispiel werden immer im Container, im Topf angeboten. Diese Pflanzen kann man praktisch das ganze Gartenjahr übersetzen. Aber aufpassen, pflanzt man sie im Juni oder Juli, dann heißt es besonders viel gießen. Wenn man sie jetzt setzt, ist der Aufwand fürs Gießen viel, viel geringer. Noch ein Tipp dazu, wenn man jetzt Rosen kauft, dann sieht man, welche innere Qualität diese Pflanzen haben. Hier zum Beispiel eine Rose, wo jetzt noch das Laub ganz gesund ist. Und hier drüben eine Rose, wo die Blätter gelb sind, eindeutig Sternrustau oder Rosenrost, der hier drauf ist. Und daher unbedingt im Herbst immer schauen, welche Rosen man kauft. Eine andere Möglichkeit ist das Pflanzen von sogenannten wurzelnackten Gehölzen. Hier haben wir so eine Rose, eine alte Rose, die im Garten gestanden ist und die umgepflanzt werden soll. So, erste und wichtigste Maßnahme, der Rückschnitt, sogar der kräftige Rückschnitt. Alle Äste werden eingekürzt. Und zwar wirklich ganz, ganz stark. Und dann, kurz bevor man die Rose einpflanzt, werden die Wurzeln noch einmal glatt geschnitten. Hier beginnt die Pflanze dann noch im Herbst kleine Wurzeln zu treiben. Und diese Fadenwurzeln sind dann diejenigen, die die Rose mit Wasser und Nährstoffen versorgen. Ungeknickte Wurzeln werden entfernt und fertig ist die Rose für die Pflanzung. Auch ganz wichtig, immer zuvor über Nacht einwässern, damit die Pflanze auch wirklich viel Wasser in den Wurzeln gespeichert hat. So, und die dritte Möglichkeit, Gehölze zu setzen, das ist der sogenannte Wurzelballen. Hier mit Jute und mit einem Gittergewebe rundherum, der die Wurzeln zusammenhält. Da heißt es jetzt aufpassen. Erstens, Pflanzloch groß genug ausheben und unbedingt das Gitter entfernen. Das kann man sich auch ein bisschen leichter machen, indem man das Gitter aufschneidet und nach unten biegt. Auf keinen Fall darf der Ballen zerfallen. Also die Jute bleibt unbedingt drauf, denn die Wurzeln, wo die feinen Wurzeln drinnen sind, die dürfen nicht verletzt werden. Ja, und wenn man so eine Pflanze dann gesetzt hat, dann heißt es gut eingießen, natürlich die Erde beim Pflanzen mit Kompost versorgen und dann wird diese Pflanze im kommenden Jahr kräftig zu wachsen beginnen. Der Herbst ist die beste Pflanzzeit und das gilt für alle Gehölze, denn er spart uns Gärtnern viel, viel Arbeit. Julia und Flora zeigen uns jetzt auf der Gartentulln, wie man biologischen Pflanzenschutz vorbeugend betreiben kann. Ein frisch gepflanzter Jungbaum braucht einen Schutz vor Frostrissen. Meist wird dafür ein im Handel angebotener Baumanstrich verwendet. Mit ihm werden die Stämme der Bäume weiß angestrichen. Wir wollen uns heute alternativ einen selbstgemachten Baumanstrich aus je einem Teil Lehm, einem Teil Algenkalk und nach Bedarf Schachtelhalmbrühe abmischen, bis eine gut streichbare Masse entsteht.
Noch im Spätherbst wird dieser Anstrich mit einem dicken Pinsel vollflächig aufgetragen. Das schützt so den Stamm vor Frostrissen. Solche Risse sind die Eintrittspforten für Bakterien, Pilzsporen und Schädlinge und können bei entsprechender Größe den Baum sogar zum Absterben bringen. Bei Apfelbäumen sollte man jetzt auch Leimringe anbringen, um vor Schädlingsbefall, zum Beispiel dem Frostspanner, sicher zu sein. Wenn sich rund um den Obstbaum andere Pflanzen befinden, muss so viel Raum geschaffen werden, dass es den Schädlingen nicht möglich ist, über die anderen Pflanzen auf diesen zu gelangen. Mit Leimbringpapier, das lang genug abgeschnitten sein muss, wird der Stamm eng anliegend voll umschlossen. Es darf keinen Raum zwischen Leimring und Stamm geben, wo es zur Unterwanderung durch die Schädlinge kommen könnte. Das festgebundene Papier wird dann rundum dick mit Raupenleim bestrichen. Sollten Stützpfähle vorhanden sein, dann müssen diese ebenso mit einem Leimring versehen werden. Und ganz wichtig, circa Mitte bis Ende Februar werden die Leimringe abgenommen, um den sogenannten Beifang anderer nützlicher Insekten im Frühjahr zu verhindern. Ein häufig auftretender Schädling ist der Dickmaulrüssler. Optisch richtet er Fraßschäden an den Blättern an. Gefährlicher für die Pflanzen sind aber seine weißen Larven, die unter der Erde Wurzelschäden anrichten. Dagegen helfen für den Menschen unbedenkliche Nematoden. Das sind kleine Fadenwürmer, die man in Pulverform im Fachhandel in verschiedenen Packungsgrößen kaufen kann. Sie werden in Wasser laut Anleitung des Herstellers eingerührt und je nach zu behandelnder Fläche verdünnt. Sowohl das Anrühren als auch das Ausbringen sollte an bedeckten Tagen erfolgen. Die zu behandelnden Flächen sollten feucht sein, im Notfall also vorher gießen. Hier ist gut sichtbar, dass der Dickmaulrüssler die Blattränder schon malträtiert hat. Nach dem Ausbringen werden die Nematoden gut in den Boden eingeschwemmt und dieser in den nächsten Wochen gut feucht gehalten. Manchmal gibt es im Leben Täuschungen. Können Sie sich vorstellen, dass man Leder essen kann? Es gibt eine ganz köstliche Form davon. Die Uschi zeigt sie uns. Obwohl heuer alles schon ein bisschen früher ist, ist meine Zucchini-Schwemme noch lange nicht vorbei. Gott sei Dank, da bin ich wirklich froh drüber. Obwohl ich mir vorstellen kann, manche können Zucchini nicht mehr hören. Ich schon, weil ich möchte meine Speisekammer und meine Tiefkühltruhe wirklich bis zum letzten Fleckerl gut gefüllt wissen. Mit den Zucchinis nicht zuletzt, weil es gefällt mir, wenn ich weiß, wo es herkommt, und vergeudet oder weggehaut wird bei mir sowieso nichts. Wenig Kalorien, entgiftende und entschlackende Bitterstoffe und stärkende Mineralstoffe für Herz und für die Muskeln, das kann man ja das ganze Jahr über gut gebrauchen. Der Vorteil, der gleichzeitig ein Nachteil sein kann, je nachdem wie man sieht, ist, dass Zucchini in Wirklichkeit neutral, manche behaupten fad schmecken. Für mich ist das nicht so. Und deswegen kann man Zucchinis pikant, nämlich auch einlegen oder süß. Bei mir gibt es nämlich Zucchini-Marmelade, genauso wie Pickles und Chutneys. Aber meine liebste Konservierungsmethode ist seit 2 Jahren das Gemüseleder. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was ist denn ein Gemüseleder? Das zeige ich Ihnen jetzt. So, jetzt aber ein bisschen Platz brauchen wir. Vorbereitet habe ich den pürierten Zucchini. Einfach waschen, grob schneiden, in einen guten Mixer hinein und sonst ist da noch nichts drinnen. Und damit ich Ihnen 2 Varianten zeigen kann, tue ich mir ein bisschen was da rein und ein bisschen was da. Unterschiedliche Gewürze werden hier verwendet, weil die kommen jetzt erst dazu. So, was haben wir denn da? Die mediterrane Variante, da gebe ich hinein Thymian, Rosmarin, getrocknet oder frisch, Dostblüten, schaut auch wunderschön aus, und Salz. Mit den Gewürzen sollten Sie nicht sparen, weil ich habe schon erwähnt, Zucchini ist ein bisschen neutral im Geschmack, deshalb braucht es wirklich was. So, kurz verrühren
Und schon sind wir bei der zweiten Variante. Nur ein Vorschlag. Sie dürfen dann selber die Gewürze wählen, die Sie wollen. Da habe ich Orangentagetes gewürzt und gemischt mit Kurkuma. Das macht dann gleich eine andere Farbe. Kreuzkümmel, mein Lieblingsgewürz. Salz werden wir auch da ein bisschen ans Bein. Das brauchen wir schon. Und auch das schaut schön aus und gibt einen besonderen Geschmack, der schwarze Kümmel. So. Und überall ein bisschen Pfeffer noch dazu. Da ist es auch toll, wenn man so Zitronenpfeffer oder geräucherten Langpfeffer verwendet. Aber da dürfen Sie sich austoben. Das ist super, wenn man das dann probiert, wenn jedes anders schmeckt. So, das stelle ich jetzt einmal zur Seite. Und jetzt muss man nichts anderes tun, als dieses Püree, wenn der Wind in der Gartenküche mitspielt, auf dieses Backpapier. Und drunter ist übrigens der Rost von meinem Dörrapparat. So. Und die einzige Kunst ist, wenn man so will, das stellen wir auch da vorne hin, dass man dieses Püree jetzt wirklich schön gleichmäßig aufstreicht. Nicht höher als circa einen halben Zentimeter. Das dauert ein bisschen, bis man das so hat, dass es überall gleichmäßig ist, weil es soll ja auch gleichmäßig trocknen, so wenig wie möglich Risse bekommen. Und übrigens, wenn Sie ein bisschen mehr Körper haben wollen in Ihrem Fruchtleder, können Sie durchaus auch geschroteten Leinsamen hineinmischen, dann wird das alles ein bisschen kräftiger. So, ich glaube, das passt jetzt. Jetzt kann man das Ganze für etwa 7 Stunden bei 42 Grad in den Dörrapparat schieben. Dann ist es nämlich auch noch roh vegan. Wer keinen Dörrapparat hat, kann natürlich auch auf das Backrohr zurückgreifen, auf jeden Fall einen Kochlöffel reinstecken, damit die Feuchtigkeit raus kann. Und es kann auch sein, dass es dort ein bisschen länger dauert. So, und ich zeige Ihnen, wie es fertig aussieht. Das wird dann vom Papier runtergelöst. Und ich habe jetzt ein paar Stücke, alle sind nicht ganz geblieben. Da habe ich zum Beispiel einen rosaroten Pfeffer drauf. Da habe ich dann noch Blüten drauf. Und Sie sehen, das ist wie Leder, aber ein sehr dünnes und kann sogar geschnitten werden. Zum Beispiel in Streifen oder in Herzerl. Wo habe ich meine Herzerl versteckt? Ah, da. Da haben wir Herzerl, die kann man da herlegen. Und wenn Sie so einen Streifen geschnitten haben mit der Schere oder auch mit dem Messer, dann können Sie das auch aufrollen. Und das schaut einfach dann nett aus. Da habe ich schon ein paar fertige. Die kann man dann in den Sackerl füllen und auch super verschenken. Ist eine tolle Aufbewahrungsmethode und gut ein Jahr lang haltbar. Noch eine einfachere Variante sind Zucchini-Chips. Die mache ich gern mit einem gelben Exemplar. Ganz einfach. Dünne Scheiben schneiden. Dann wieder auflegen auf einem Backpapier, ein bisschen Gewürze drauf, ein bisschen Salz drauf, genauso in den Dörrapparat, vielleicht nur 7 Stunden. Und rauskommen dann knackige Chips, die genauso lang aufbewahrt werden können. Nur bei mir halten sie nicht so lang. Ich esse die nämlich immer sehr schnell. In unserer kleinen Serie über herrschaftliche Parks und Gärten kommen wir heute nach Klosterneuburg und ich begrüße ganz herzlich den Josef Bauer. Du bist eigentlich der Gärtner gewesen im Stift Klosterneuburg, stimmt das so? Ich habe dort angefangen als Gärtner, wie du selbst gearbeitet hast, weil mein Vater war dann mein Chef. Ja. Und wie er in Pension gegangen ist, habe ich jetzt die Ehre gehabt, das zu übernehmen. Er war ja legendär, dein Vater, ne? Den hat man wirklich gekannt und er hat ja sehr, sehr viel dort gemacht. Aber schauen wir uns erst einmal ein bisschen zur Geschichte. Also, wenn wir zurückblicken, 1114, haben wir aufgeschrieben, ist der Grundstein für die Residenz des Bagenbergers Leopold gelegt worden. Ist da noch viel erhalten von dieser ursprünglichen Gestaltung? Ja, eigentlich schon sehr viel. Was heraussticht, das sind eigene Pflanzen, wie zum Beispiel der riesengroße Ginkgo, was wir haben in der Mitte, der ist ca. 200 Jahre alt. Dann ein Bambushain haben wir mit 180 Jahren ca. Rund um den Ginkgo, da gibt es ja jetzt quasi so eine Erholungsoase und einen Springbrunnen, der eigentlich lang verschüttet war. Ja, das ist der Jakobsbrunnen, der war eigentlich schon 1840, ist der erbaut worden und der ist wieder eröffnet worden 2005. Ist das eigentlich schwierig, den zu pflegen, so einen Garten, so einen alten Park? Eigentlich ist es aus einem englischen Landschaftsstil, was die ist
leichter zum Bearbeiten wie die Barockgärten, was wir haben. Weil da ist schon einiges mit den Blütenbeeten, mit den üppigen, mit dem Beigrad, mit dem Unkraut, da hat man schon viel mehr Arbeit. Gärten des Jahrhunderts ist vielleicht das Stichwort. Was kann man sich darunter vorstellen? Der älteste Garten ist zum Beispiel jetzt der Kreuzgarten aus dem Mittelalter. Der, wo es eigentlich nur auch für die Korn eigentlich da ist. Man kann ihn zwar besuchen, aber nur von außen. Das ist eigentlich rein nur fürs Konvent. Da entspringt auch ein Brunnen. Die Quelle, Brunnen, oder? Ja, die Quelle Jesus. Und das ist nachgemacht. Das sind vier Wege. Und da sind vier Beete drinnen mit den vier Themen: Jesus Christus, Maria, Tod und Vergänglichkeit und das Alte Testament. Und jeweils zu biblischen Sachen gibt es typische Pflanzen. Mhm. Tod und Vergänglichkeit sind natürlich Giftpflanzen dabei, zum Beispiel. Und das ist in den Kreuzgarten gemacht worden. Schauen wir jetzt einmal zu den Innenhöfen, dass wir die nur vielleicht ein bisschen genauer beschreiben. Da gibt es den Leboldehof, der ist dann ein Stück höher. Sagt der Name schon, da ist ein großer Springbrunnen in der Mitte, da ist der heilige Leopold um, darum auch der Name. Welche Pflanzen sind dort? Da sind zum Beispiel Knotenbeete errichtet worden aus Buchs. Der Buchs hat auch in der Bibel seine eigenen Pflanze der Liebe. Mhm. Auch. Und dann natürlich sind Wappen neu gesetzt worden. Aus Pflanzen. Das ist unsere Arbeit, dann immer austauschen. Das Landeswappen, das österreichische und das Prälatenwappen. Der nächste Hof, wie schaut der aus? Das ist der Feuerbrunnenhof. Der ist auch alle beide Höfe Renaissancezeit. Und der hat auch Hochbeete. Und Feuerbrunnenhof fällt noch auf. Er ist alles rot, der Zaun umrandet. Früher mit Ochsenblut gestrichen. Und das ist eigentlich der Sinn, dort ist der Feuerbrunnen. Da hat man früher das Wasser, das geht bis zur Donau, 35 Meter runter. Und da haben sie früher das Haus, war immer unabhängig. Von außen hat immer Wasser gehabt, hat es Wasserträge gegeben fürs Haus. Und der ist jetzt wieder, man kann jetzt noch runtergehen. Den Vater hat ja quasi ein Arbeitsutensil hinterlassen, er hat ein Buch geschrieben über viele Jahre mit vielen historischen Bildern und natürlich auch all den Gärten, die man so erst sieht. Eine großartige Gartenanlage, die ganz in der Nähe von Wien entstanden ist und für die du verantwortlich bist. Danke für deinen Besuch hier bei uns. Ich sage danke für die Einladung. Und alles Gute. Dankeschön. Wir haben heute viel über Bäume gesprochen. Unser Buchtipp zu diesem Thema. Einfach Bäume. 100 Arten werden in diesem Buch beschrieben. Bäume, die man kennt, Bäume, die aber auch unbekannt sind, aber durch die genaue Beschreibung schön erkannt werden können. Zum Beispiel der Zirkelbaum. Jener Straßenbaum, der jetzt überall gepflanzt wird, weil er extrem hitzefest ist. Die Zirgel sind übrigens eine Südtiroler Idee gewesen. Diese kleinen Früchte werden dort so genannt und kann man auch essen. Mehr Informationen zur Sendung finden Sie in der monatlich erscheinenden ORF-Nachlese. Im Internet finden Sie uns auch unter naturimgarten.at. Alle Rezepte, alle Tipps, alle Tricks können Sie dort nachlesen und auch die Sendungen nachschauen. Dort können Sie auch gewinnen, und zwar Gartenbücher und Eintrittskarten für die Gartentulln. Die Gewinnfrage der Woche lautet diesmal: Wo speichern die Bäume, wenn sie die Blätter abwerfen, ihre Energie? Wenn Sie einen schönen Naturgarten haben, dann würden wir Sie gerne besuchen, und zwar mit der Fernsehkamera. Dann werden Sie Ihren Garten vielleicht schon im kommenden Jahr hier in Natur im Garten sehen. Das Gartentelefon ist natürlich für Sie da, von Montag bis Freitag, auch für alle anderen Gartenfragen. Ja, das war's schon wieder für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Garteln. Sie ärgern sich manchmal, dass, warte bis Sie, die Wespe will mitdrehen. Gartenfragen tauchen ja das ganze Jahr über auf, nämlich die Pflanzzeit. Aber weil dann lassen Sie ganz einfach das Wasser. Na, dann wird das Wasser entzogen. Ist nun in der Pflanze drinnen. Was ist das?